kann ich jetzt reinkommen? Moment noch. Ich mache gerade ein Ekelexperiment mit Beni. Eben habe ich leckeren Hering gegessen. Mit Knoblauch und Zwiebeln. Und Beni bewertet gleich meinen Atem auf einer Skala von 1 bis 10. So, jetzt! Also, Wusel, und du sagtest, ich soll dich direkt angucken. Ja, ja, genau. Hier hin. Na ja, also so schlimm kann es nun auch wieder nicht gewesen sein. Moment. Hallo bei Wuselgusel. Stinkender Käse. Ein Hundehaufen. Spinnen oder Schlangen. Es gibt viele Dinge, vor denen die Menschen sich ekeln oder Angst haben. Wissenschaftler sagen, dass man oftmals gar nicht genau unterscheiden kann, ob man sich ekelt oder Angst hat. Na dann schauen wir doch mal nach, wie es bei dir mit deiner Angst so bestellt ist, lieber Beni. Ich werde dir jetzt mal ein paar Fragen stellen, um deine Probleme näher einzugrenzen. Alles klar. Okay, Spinnen. Oh, eklig. Hast du Angst im Dunkeln? Oh ja. Ja, hat er Angst im Dunkeln? So, na dann, lieber Beni, dann habe ich genau die richtige Behandlungsmethode für dich. Hä? Oh, Wusel. Ja, keine Angst, ich bin ja bei dir. Und ich verspreche dir, du wirst deine Angst vor Dunkelheit gleich vergessen. Du wirst dich sogar freuen, dass es dunkel ist. Warum soll ich mich denn darüber freuen, dass es dunkel ist? Na, weil du so diese riesige Spinne vor dir nicht siehst. Ah! Diesen Gesichtsausdruck versteht wahrscheinlich jeder Mensch auf der Welt. Ekel. Wir ziehen die Lippen nach oben, wir versuchen, Nase und Auge zu verschließen. Und manchmal besteht die Gefahr, dass das Mittagessen wieder rauskommt. Wovor wir uns ekeln, das ist sehr unterschiedlich. Manche finden das hier eklig oder das da oder das. Schon Babys können angeekelt gucken, da die Fähigkeit zum Ekeln angeboren ist. Er hat eine wichtige Funktion. Er soll uns davor bewahren, uns zu vergiften. Am deutlichsten wird das beim Essen. Was verdorben aussieht und komisch riecht, davon können wir krank werden. Also gibt es das Signal, ekeln, und wir lassen die Finger davon. Viele ekeln sich vor Spinnen. Die meisten würden sogar sagen, sie haben Angst davor. Vor vielen hunderttausend Jahren war das für uns Menschen vermutlich überlebenswichtig. Die frühen Menschen lebten in Höhlen oder einfachen Hütten und hatten viel mehr Kontakt mit giftigen Tieren. Heute kommen die eher selten in der Wohnung vorbei. Aber der Ekel und die Angst sind geblieben. Genauso wie vor Würmern und Kakerlaken. Die Menschen verbinden das mit Dreck und Krankheit, die diese Tiere tatsächlich übertragen können. Und davor sollte man sich lieber ekeln. Wusel, das mit der Spinne war nur ein Witz, oder? Na und bitte mach das Licht endlich wieder an. Ach, jetzt bleib mal ganz ruhig. Ich bin ja bei dir. Das war doch nur meine Hand, meine Fellhand. Puh. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Ja. So, jetzt kommt Phase 2 von meinem Ekel- und Angstexperiment. So. Nein! Siehst du? Es klappt. Man muss sich seinen Ängsten stellen. Dann verschwinden sie manchmal von ganz alleine. Und du kannst die Spinne sogar auf deine Nase setzen. Ja, fast. Viele Menschen verlieren ihre Angst oder ihren Ekel, wenn sie sich bewusst den Dingen aussetzen, vor denen sie Angst haben. Und dann verliert sogar irgendwann eine Spinne ihren Schrecken. Und man kann sie sogar in die Hand nehmen. Und die ist sogar nur aus Plastik. Ganz im Gegensatz zu ihr. Guck mal.
Eine Katze! Oh, nimm die weg, nimm die sofort weg! Aber Wusel, das ist doch nur ein süßes, kleines... Das Monster! Kätzchen! Katzen und Wusel sind Todfeinde! Warum das denn? Oh, das ist eine lange Geschichte. Wir gehen durch einen unheimlichen Wald, ein gruseliges Haus oder über einen Friedhof. Und plötzlich wird uns irgendwie komisch zumute. Wir bekommen Gänsehaut, die Haare scheinen sich aufzurichten und die Kehle wird ganz trocken. Wir haben Angst. Angst ist zwar oft nichts Angenehmes, aber so komisch es klingt, sie ist für den Menschen wichtig. Sie bewahrt uns vor Gefahren und sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit. Gehen wir auf einen gefährlich mit den Zähnen fletschenden Hund zu oder machen wir lieber einen Bogen um ihn? Wagen wir schon den Supersprung mit dem BMX-Rad oder üben wir ihn noch ein paar Mal? Angst hilft uns, diese Entscheidung zu fällen. Nimmt ein Bergsteiger eine Steilwand zum ersten Mal in Angriff, hat er bestimmt Angst. Aber die hilft ihm, sich zu konzentrieren und einen Unfall zu vermeiden. Aber was passiert bei Angst mit uns? Nach einem Schreckmoment produziert ein bestimmter Teil unseres Gehirns Stoffe. Und die lösen so einiges aus. Die Muskeln spannen sich an und das Herz schlägt schneller. Die Pupillen werden weiter und wir fangen an zu schwitzen. Der Körper entscheidet sich, greife ich an oder hau ich ab? Heute kämpfen wir normalerweise nicht mehr, sondern wir entspannen sofort wieder und erkennen, dass die Angst oft unbegründet war. Wusel, wieso habt ihr denn so Angst vor Katzen? Ja, weißt du, als ich noch ein kleiner Wusel war, da hat mir mein Opa Dusel am Lagerfeuer diese Geschichte erzählt. Vor vielen Jahrhunderten lebten Wusels und Katzen friedlich zusammen. Es gab sogar welche, die die Katzensprache verstanden haben. Aber dann begannen plötzlich die Wusels zu verschwinden. Einfach so, auf Nimmerwiedersehen. Und allen war klar, Katzen fressen Wusels. Quatsch. Doch, das erzählt man sich. Gibt's dafür irgendwelche Beweise? Ja, die Erzählung. Schon immer haben sich Menschen und Wusels offenbar auch Schauergeschichten ausgedacht. Über Fledermäuse zum Beispiel. Es gibt einige Arten, die Blut saugen. Aber die leben nicht in Europa. Doch so entstand die Legende von blutsaugenden Vampiren, die sich in Fledermäuse verwandeln. Menschen fürchten sich vor den komischsten Dingen. Guck mal hier. Was? Leute fürchten sich vor Knöpfen? Ja, das gibt es. Oder? Vor Sofas? Manche Menschen können sich nicht auf ein Sofa setzen. Jetzt pass mal auf. Was? Wer hat denn Angst vor Enten? Na, vielleicht jemand, der auch hier vor Angst hat. Och, Monster! Oh, um Himmels Willen! Und sowas läuft immer noch hier frei im Studio rum. Wusel, beruhig dich. Ich werde dir beweisen, dass du davor keine Angst haben musst. Wenn mich das Monster vorher nicht frisst. Jeder ekelt oder fürchtet sich vor etwas anderem. Doch man kann dagegen was tun. Es gibt kleine Tricks, Angst und Ekel zu überwinden. Zum Beispiel eine haarige Spinne. Der Trick ist, sich mit der Sache beschäftigen. Betrachtet die Spinne mal ganz genau. Wie viele Beine hat sie? Welche Farbe haben die kleinen Haare? Wie groß ist sie? Hat sie irgendein Muster am Körper? Ihr seht, das lenkt euch davon ab, die Spinne eklig zu finden. Sie wird plötzlich interessant. Viele haben Angst davor, Achterbahn zu fahren. Sicher, manchen wird einfach nur schlecht davon, da kann man kaum was ändern. Aber wenn euch nicht schlecht wird, dann überlegt mal, was euch Angst macht. Die Höhe oder die Geschwindigkeit? Und dann fangt, vielleicht auf einem kleinen Karussell, an zu üben. Und arbeitet euch immer näher an die Achterbahn heran. Und vielleicht merkt ihr eines Tages, dass man überhaupt keine Angst haben muss. Wissenschaftler sagen nämlich, man soll Dingen, vor denen man Angst hat, nicht aus dem Weg gehen.
Und das betrifft nicht nur Spinne oder Achterbahn. Wenn ihr zum Beispiel mal in der Schule ein Problem mit anderen Schülern oder sogar dem Lehrer habt, dann habt keine Angst, sondern traut euch, mit euren Eltern darüber zu sprechen. Denn nur so lassen sich Probleme lösen. Und ihr könnt euch kaum vorstellen, wie gut es euch danach geht, wenn ihr euch getraut habt. Dann wirken alle anderen Sachen wie ein Kinderspiel. Ich habe sie gefunden. Sie hat sich an einem Glas Milch bedient. Ich glaube nicht, dass die Katze Appetit auf Wusels hat. Ach, ich weiß nicht. Guck mal, diese fürchterlichen Augen. Wusel, jetzt schau sie dir doch mal ganz genau an. Ich glaube, die Katze hat mehr Angst vor dir, als du vor ihr. Schau mal, der Schnurrbart und die süßen kleinen Öhrchen. Betrachte sie doch mal wissenschaftlich. Du hast es eben gehört. Das lenkt von deiner Angst ab. Na komm, versuch's. Für die Wissenschaft. Na, wenn du meinst. Aber nur für die Wissenschaft. Na ja, eigentlich sind die Augen gar nicht so fürchterlich. Sehr gut, weiter. Das Fell, das ist auch bestimmt ganz weich. Na, das findest du nur raus, wenn du sie streichelst. Streicheln? Ja, na komm, überwinde deine Angst. Darf ich? Oh ja, ganz weiches Fell. Sag ich doch. Und? Ich bin der Held der Wusels. Ich habe die Schreckensherrschaft der Katzen beendet. Dass du immer gleich so übertreiben musst. Guck mal. Oh. Ich glaube, sie hat mich angepinkelt. Tja, sie mag dich. Ich mag dich auch. Ich glaube, ich nenne sie Beni. Oh, das ist gut. Das ist gut, ja. Oh, das ist aber auch gut, ja. Nee, das ist besser. Oder das? Ach, ich finde die beiden gut, aber das ist besser. Nee, das ist besser. Nee, das oder das? Welches findest du besser?